Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und Freunde, heute ist der Tag aller Tage. Mein Kindheitstraum geht in Erfüllung, denn ich fliege gleich nach Tokio. Ich befinde mich aktuell am Flughafen von Istanbul. Eigentlich ganz witzige Story. Ich weiß nicht, wieso dieses Jahr so genial anfängt, aber Turkish Airlines hatte mir eine E-Mail geschrieben, ob die mir einen Wunsch erfüllen können. Also, ob ich ein Traumreiseziel habe. Und ja, das habe ich schon mein Leben lang gehabt und dachte mir, komm, ich schau mal nach, wo die so hinfliegen und habe gesehen, boom, die fliegen nach Tokio. Okay, let's go. Freunde, ihr kennt mich. Alle, die mich schon länger verfolgen, ich bin übelster Japan-Anime-Fan überhaupt und heute habe ich das große Glück, einfach nach Tokio zu reisen. Dankeschön, Turkish Airlines. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich das allererste Mal Business Class fliege und dann auch noch nach Tokio, ey, wirklich bester Tag meines Lebens, ich bin gerade so aufgeregt und so glücklich gleichzeitig, dann nehme ich euch einfach mal mit und zeige euch, was man alles in der Business Class zu essen bekommt. Also Freunde, schnell noch den Flieger kriegen und dann genieße ich wohl das leckerste Essen, was ich je hatte, oben in der Luft. Let's go! Thank you. Freunde, es geht los. Ich bin aufgeregt. Ich habe sonst nicht so leicht beim Reisen mit meinen 1,87 Meter. Und jetzt weiß ich genau, dass ich topfit ankommen werde. Das ist echt ein geiles Gefühl, so in den Flieger einzusteigen. Hallo. Thank you. Wow, Freunde, das sieht auf jeden Fall anders gemütlich aus. 7J. Das hier ist mein Sitzplatz. Als allererstes immer die Schuhe ausziehen. Bestes Gefühl. Apropos Schuhe, es gibt einfach so Pantoffeln für den Flieger. Das ist genau das, was ich brauche. Ein Gefühl wie zu Hause. Nice. Und hier kann man gleich vernünftig im Liegen essen. Aufgeregt wie ein kleines Kind. Yes. Hello. Oh, thank you so much. I could please fill the next card and I'm coming to take your dinner order. Alright, thank you. Das Menü ist angekommen mit so einem Kugelschreiber sogar. Wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam rein, was es alles so zu essen gibt. Denn dieser Flug dauert über 12 Stunden und ich glaube, es gibt einige Mahlzeiten. Lass mich kurz das System selber verstehen. Also, wir haben einmal hier eine ganze Weinkarte. Nice. Ich trinke leider keinen Wein. Aber ich wette, ich finde auch einiges für mich in der Bar. Dann gibt es eine Speisekarte auf Japanisch. Und hier ist das Menü auf Englisch. Ich lese euch mal vor, was es hier alles so gibt. Es gibt zwei Karten. Eine Karte ist für Frühstück und die andere ist Abendessen. Und dort kann ich auswählen zwischen, und jetzt kommt's, erster Gang. Also entweder Best of Türkisch Mes, das sagt mir jetzt nichts, oder Wild Salmon Tatar and Marinated Prawn, also Lachs und Garnelen, das klingt nach Crispy Roll. Dabei bleibe ich. Dann kann ich aussuchen, ob ich noch eine Kürbissuppe dazu haben will. Und als Hauptspeise gibt es entweder gegrilltes Lachsfilet oder Lamm oder Rigatoni mit Aubergine. Freunde, das ist übrigens ein Rezept aus meinem Kochbuch. Witzig. Ich entscheide mich auf jeden Fall fürs Lamm. Und dann auf jeden Fall noch ohne Ende Desserts, von traditionellen türkischen Desserts bis Doppel-Chocolate-Kuchen und Pistazien-Eiscreme und was auch immer. Ich würde sagen, ich führe jetzt einfach mal das aus, worauf ich Bock habe und dann zeige ich euch immer das, was es zu essen gibt. Jetzt auf jeden Fall einmal abchecken, wie es so ist, zu liegen im Flugzeug. Sowas habe ich noch nie gemacht. Es geht halt einfach wirklich komplett nach unten. Ich dachte mir, vielleicht gehen nur die Füße hoch, aber man kann es wirklich komplett ausschieben. Wow. Wow. Erstmal ein Begrüßungsgetränk. Beste Leben, Freunde. So, Freunde, wir befinden uns jetzt in der Luft und da wurde auch schon der erste kleine Snack serviert. Und zwar haben wir hier einmal sowas wie Köttbullar, dann etwas, was ich echt noch nicht herausfinden kann, und Börek. Dann gibt es ein paar Nüsse und natürlich einen Drink. Also, Freunde, da sagen wir auf euch. Und ja, ich bin gespannt, wie das Essen später noch aussehen wird. So, let's go. Fabelhaft. Also was das hier ist, keine Ahnung, aber das schmeckt gut. Tomate, Aubergine, Äpfchen. War auf jeden Fall lecker. Und zum Schluss noch den Börek. Lecker. Und mein Appetit fängt erst jetzt an. Ich freue mich so sehr. Aber erstmal schaue ich noch Harry Potter zu Ende. Dann sehen wir uns bei der nächsten Mahlzeit. So sieht die
Vorspeise aus und ich finde, das ist so süß gemacht. Allein, dass man hier wirklich richtig vernünftiges Besteck bekommt. Alles wird auf Tellern gegessen und dann auch hier, Leute, schaut euch das hier mal an. Olivenöl, Gewürze, Butter, gleich kommt noch Brot. Allein diese süße kleine Kerze gibt dem Ganzen eine richtig besondere Atmosphäre. Und hier auch der Mini-Salzstreuer. Richtig, richtig nice. Ich bin so gespannt, wie das hier schmeckt. Let's go mit der Garnele. Wow. Dieses Thunfisch-Tatar, das ist richtig gut. Ach, was soll ich sagen, Freunde? Ich genieße einfach jede Sekunde hier drin. Von mir aus könnte der Flug auch noch mal doppelt so lang sein. Das wäre kein Problem. Einfach nur wow. Allein, dass man so einen Lachs-Tatar im Flieger bekommt, unglaublich. Lecker. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf die Hauptspeise. Wirklich. Schau dir den Wein an. Also wenn ich diese Vorspeise bewerten sollte, dann bekommt sie von mir auf jeden Fall eine volle Punktzahl. Einfach alles zu krass für mich. Yes, please. I think this one. Warmes Brot mit Butter und Salz. Beste Leben. Wow. Ich warte so sehr auf dieses Lamm. Das wird bestimmt richtig heftig. Wir sehen uns dann, wenn es hier ist. Da haben wir unsere Hauptspeise. Freunde, so sieht das Ganze aus. Köstlich. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich einfach im Flieger bin und so ein Essen bekomme. Unglaublich, ey. Probieren wir es direkt. Phänomenal, Freunde. Einfach nur unglaublich. Wow. Ich freue mich jetzt schon auf das Frühstück später. Hammer. Fast vergessen, Freunde, es gibt ja noch Nachtisch, Pistazieneis und doppelter Schokokuchen. Wow. Let's go, Freunde. Oh. Ja, überraschend lecker. Auf den hier freue ich mich umso mehr. Das ist mehr was für mich. Das Pistazieneis war auf jeden Fall ganz gut, aber doppelt Schokokuchen ist besser. Ich bin echt fasziniert, Freunde. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Moment in meinem Leben. Ich kann Harry Potter gucken und dabei richtig geil essen und kann mich gleich entspannt schlafen legen. So sieht wirklich der perfekte Urlaub aus. Alles klar, Freunde. Ich leg mich jetzt pennen. Wir sehen uns beim Frühstück wieder. Bis später. Freunde, noch 1,5 Stunden, bis der Flieger in Tokio landet. Für mich gibt es jetzt erstmal Frühstück. Ich habe übrigens einfach stur 8 Stunden durchgeschlafen. Crazy. Frühstück. Und so, Freunde, sieht das Frühstück aus. Wir haben hier eine Obstschale. Dann haben wir hier Joghurt mit Müsli. Dann selbstgemachte türkische Erdbeermarmelade. Dann hier noch ein Aufstrich. Schon wieder diese süßen Salz- und Pfefferstreuer. Ich finde die unnormal. Dann hier auch ganz entspannt einfach ein bisschen von allem. Nice. Jetzt warte ich noch aufs Brot und dann kann es losgehen. Süße Croissants und Brötchen dazu. Hammer. Yes. Thank you so much. Cappuccino. Was für ein Flug. Ich werde diesen Flug wirklich niemals vergessen, Freunde. Ich bin einfach am Frühstücken wie ein König und aufgewacht wie eine Prinzessin. Einfach unglaublich. Ich dachte, das wäre alles und da kommt gerade eben die Frau vorbei und bringt mir einfach hier einen türkischen Pfannkuchen gefüllt mit Käse. Wow, das ist jetzt auch offiziell die letzte Mahlzeit hier im Flieger.
Und ich muss sagen, ich könnte mich an dieses Business-Class-Fliegen wirklich gewöhnen. Es ist einfach unglaublich. Freunde, schreibt mal auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Business-Class geflogen seid. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren, ob das so üblich ist oder weniger üblich. Und was euer Traumreiseziel ist, das würde mich auch brennend interessieren. Ich genieße jetzt mein Frühstück zu Ende. Und an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal einen Riesendank an Turkish Airlines für diese unglaubliche Erfahrung. Dankeschön. Und wir sehen uns dann, wenn ich in Tokio bin. Bis später.